Ja, ich melde mich zurück aus Chile. Wir waren also jetzt für 3 Tage in Argentinien, sind jetzt an der Grenze zu Chile. Das heißt noch lange nicht, dass wir am Office sind, wo es den Stämme gibt, sondern einfach nur an der Grenze. Wir sind 17 Kilometer schon von der argentinischen Zollabfertigung gefahren. Wir sind heute 80 Kilometer dabei 1000 Meter geklettert. Das ist alles nicht so schlimm, wenn ich diese Millionen von Pferden fliegen werde, die überall sitzen. Man sieht das hier. Und ich frage mich immer wieder, woher nimmt der Körper Energie? Ich denke seit Stunden schon. Da ist nichts mehr drin. Muss gehen, weil ich habe kein Wasser mehr und ohne Wasser ist natürlich schlecht. Ja, mal sehen, wann der erste Fluss kommt in Chile und wie er dort rein kann. Ich wünsche euch was und ja.